Ja, hallo und herzlich willkommen zurück beim Death Stranding Director's Cut. Beim letzten Livestream haben wir die Aufgabe bekommen, über das Verteilerzentrum von South North City uns in die Berge zu begeben. Und uns wurde die Wahl überlassen, naja, wie eigentlich immer, ob wir hier zu Fuß oder mit einem Fahrzeug oder vielleicht über die Schnellreisefunktion hingelangen wollen, wobei die Schnellreisefunktion ja immer bedeutet, dass man mehr oder weniger nackig unterwegs ist. Und ich habe mir überlegt, ich nutze einfach die Chance jetzt mal und meinen kompletten Neuanfang ohne den ganzen Ballast zu machen, bitte am Zielpunkt herzustellen, was ich brauche, vielleicht auch mal Wies Motorrad, wo wir die Baupläne bekommen haben. Also unbedingt mal in die Playlist schauen, wenn ihr da Dinge verpasst haben solltet. Viel ist im Director's Cut auch anders als in der ursprünglichen Version. Jetzt machen wir das erste Mal einen Fragile-Sprung. So, zu liefernde Fracht habe ich ja keine. So, Verteilerzentrum. Moment mal. Hier ist Sam. Wo soll ich denn hin? Okay, man kann hier auch zu Schutzhütten sich bewegen. Oder bin ich schon da? Ich dachte, ich wollte gerade hier großspurig ankündigen. Warte mal, habe ich da überhaupt schon einen Auftrag? Ich habe mich ja irgendwie voll verhauen. Da habe ich mir irgendwas überlegt, was gar keinen Sinn ergibt. Kann passieren. So, was habe ich denn Auftrag momentan? So, Lieferung Pestizide, das sind automatische Lieferungen. Okay, da machen wir wohl doch keinen Fragile-Sprung. Dann fahren erstmal rauf und schauen mal, wie es da mit der Auftragslage aussieht. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Ja, alles wundervoll. Soppel, wie war das jetzt mit der Verknüpfung dieser Bergstationen? So, Aufträge für Sam. Wegposten nördlich von Mountain North City. Ja genau, von da aus und dann einmal quer rum. So, Baumateriallieferung, Wegposten. Dann können wir noch Rettung. Boote mit Bot-Forschungsdaten. Der ist da hinten. Den könnte ich ja, da könnte ich ja mal mit leichtem Gepäck hinfahren. Na komm, wir retten erstmal den Boden, Transport von Menschen. Kann ich den auf dem Motorrad mitnehmen, einen Menschen? Wir gucken mal. Habe ich erwähnt, dass dein TCK jetzt eine Seilrutschenoption hat? Hat er nämlich. Setze Verankerungen und verbinde sie mit einem Seil und schon reist du in Rekordzeit von A nach B. Probier's mal aus. Nee, das möchte ich erstmal nicht ausprobieren. So, aber ich möchte mit dem Three-Wheeler mal fahren. Typ. So. Da hätte ich gerne einen von. So, das Three-Wheeler. So, jetzt steht der Truck in der Garage. Das Three-Wheeler ist hier oben. Aber steht in meiner persönlichen Garage, nicht in der Online-Garage. So, Fahrzeug ist schon draußen. Lass mal gucken. So, jetzt habe ich alles Mögliche in meinem privaten Spind. Habe ich irgendwas auf dem Rücken? So, ich habe nur mein Kraftskelett. Blutbeutel. Stiefel an. Also, was wir immer dabei brauchen, sind
Ersatzstiefel. Ich nehme die Bola Gun mit. Ich nehme die Anti-GD-Handfeuerwaffe mit. Zweimal Blutgranaten. Einmal Reparaturspray und immer Kletterverankerung. Nee, Leiter. Ein TCK. So, halt, Moment. Ach, jetzt ist die. Also nochmal Mühlstiefel. Bola Gun. Anti-GD-Waffe. Zweimal Blutgranaten. Die normalen Granaten, den ganzen Kram, den lasse ich hier. Weltreparatursplit. Leiter, TCK. Blutbeutel. So, und alles bitte einmal umladen. So, und bestätigen. Schaut doch gut aus. Cooles Maschinchen. Ah, ich passe schon auf mich auf. So, ungefähre Position des Boden. Was? Atomgetrieben? Oder was? Ist hier ein Atomaufkleber drauf? Ich dachte, mit Atom hätten wir abgeschlossen in dem Spiel. Sieben Brücken musst du fahren. Ich fahr einfach platt auf den zu. Gucken, ob wir den finden. Keine Fracht dabei hat, lassen sie einen in Ruhe, ne? Ja, gut, Speed kriegt das Ding auf jeden Fall mal drauf. Da wurden in der Zwischenzeit viele Brücken gebaut, kann das sein? Wo werde ich noch verfolgt? Nein, mal gucken, wo wir hier in der Nähe sind. Das da unten ist Online-Briefkasten, Schrotthändler, ungefähre Position des Boten. Ja, da müsste ich eigentlich so durchfahren können. Gut, wir werden sehen. Da hinten wäre noch so ein Zeitregenunterstand. Boah. Mit extra Energie einen Sprung gemacht.
Jetzt auch lassen können, ne? Aber einen verletzten Bodenkollegen, so eine Nebenmission, konnte ich nicht wirklich ablehnen. Hör das? Nein, ein Felsen. Ich dachte, der liegt da. Verpackt im Sack. So, wir sind im... Ne, wir sind noch nicht da. Mal gucken, wo wir da... Oh Mann, rüber und hochkommen. Irgendwo gibt es doch immer einen Weg für ein Fahrzeug, oder? Aber der ist es nicht. Ich muss doch hier irgendwie rübergehen. Da vielleicht. Das ist mit Zusatzenergie. Nee. Ich gebe ja alles, um hier nicht zu Fuß langlaufen zu müssen. Behälter beschädigt, Kraftskelett, okay. Ja, ich weiß, der Akku ist nicht mehr besonders voll. Wir können auch nicht über den Berg fahren, da müssen wir rennen. Unten lang am Berg. Komplett rum, vielleicht geht das. Geht noch hier mein LKW? Oh, GD-Gebiet. Ah. Aber da hinten über den Bergkamm komme ich. Ins GD-Gebiet möchte ich nach Möglichkeit nicht. Ich habe aber nicht mehr genug Energie, um damit Fullspeed irgendwie zu entkommen. Ich weiß, dass der Akku fast leer ist. Ich werde eine Ladestation bauen müssen. Ich weiß. Vielleicht kann ich jemandem helfen, wenn ich an dieser wunderschönen Stelle eine Ladestation baue. Ein TCK habe ich ja mitgenommen. So, ausrüsten. Ich will aber nicht den Konstruktionsort anpassen, sondern... Ich möchte gerne die Art der Konstruktion anpassen. Wie ging das denn nochmal? Okay, mit 2. So, ich möchte gerne einen Generator dahin bauen.
Konstruktion abgeschlossen. Aber wo ist er? Chirale Bandbreite. Ja, ich weiß. Auf jeden Fall haben wir da hinten mal einen Zeitregen-Unterstand. So, Behälter, Reparaturspray, Blutbeutel. Warum liegt denn das hier alles rum? Kann ich das nicht vom Motorrad auch mal aufnehmen? Deine Frachtschaden, wenn der Geschützbus kommt, behält Reparatursprit zum Einsatz, um Schäden zu beheben. Ach, das wusste ich noch nicht, dass man hier repariert wird am Zeitregenunterstand. So. Ich bin im Gebiet, wo mein Kamerad liegen müsste. Ist er das da vorne vielleicht? Was? Hot Pocket? Telefon? Sam, da ist jemand in deiner Nähe. Siehst du ihn? Sieh mal genauer hin. Ach, da hinten. Ich möchte aber gerne das Chiralium erstmal mitnehmen. Na gut, oder so. Like? Gesichert. Und jetzt nach Hause bringen. Kann ich den auch am Freewheeler festmachen? Den Boden an den Three-Wheeler. Nö, aber ich lade dich trotzdem erstmal ab. Den Rest auch wieder mitnehmen. Und ich will das Chiralium mitnehmen. So, der ganze benutzte Kram natürlich nicht. Auch so rumzuschreien hier. So, Frachtmenü öffnen. So, alles, was ich auf dem Rücken habe. Nein, nicht ganz. So, Bolagans, Kraftskelett, Blutbeutel. Und was weiß ich hier, noch den Behälter-Reparaturspray. So. Fracht anordnen. So, jetzt müsste ich mich wieder aufladen können, oder? Und jetzt hier alle zusammen auf den Three-Wheeler, bitte. Wie er guckt. Hat ganz schön Angst. So, wohin muss ich ihn denn zurückbringen? Zurück in das Verteilerzentrum, nicht wahr? Ja, unser Ziel. So.
Das ist ein anderes Ziel. Das ist... Warte mal, erstmal müssen die ganzen Markierungen weg. So, was haben wir denn hier noch? Atelier der Künstlerin, Ausführungszeichen. So, Verteilerzentrum. Rette den Boten mit Forschungsdaten. Achso, der hat noch Forschungsdaten. So, eigene Markierung A. So, jetzt nochmal gucken. Da. So, jetzt wieder denselben Weg zurück. Jetzt hat er beinahe auf dem Motorrad eingeschlafen. Wo war denn das, was ich da selber gebaut habe, das Ladeteil? Sieht man das wenigstens auf der Karte? Wo bin ich denn? Da. Hier, Online-Generator. In welche Richtung gucke ich gerade? Wo bin ich denn? Ach, hier. Hier ist ein Generator. Ich möchte schon gerne nochmal aufladen hier. Die Bier hat Spaß. Sprungschanze würde ich ja mal benutzen, aber nicht, wenn ich hier sensible Fracht drauf habe. Wo geht die überhaupt hin? Da gibt gar keinen Sinn, oder? Die steht da nur zum Spaß. Anders gefahren als vorhin, GD-Gebiet. Ich bin genau in dem Tal, wo ich vorhin nicht hinfahren wollte. Okay, ich bin raus. Also aus dem GD-Gebiet. Den Boten bringen wir natürlich noch zurück in der Folge. Wenn euch das gefällt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Achso, Fracht für Sam, wenn irgendwo ein Ausführungszeichen ist. Ja, habe ich verstanden. Ich muss aber irgendwie links rüber jetzt.
Ja, wie nennen wir die Folge? Ich würde mal sagen, Ehrensache, oder? Aber wie es Motorrad geht, gut. Oder Jays Motorrad, bin mir gar nicht mehr sicher, wessen das jetzt ist. Frachtbehälter zerstört, Kraftskelett, na dann. So, jetzt geht's durch das Mühlgebiet. Müsste doch bald auswendig können, oder? Sieht aus, als hätte er irgendwie Sprengstoff auf die Brust gebunden. Ich glaube, das ist keine Absicht, oder? Da steht noch mal ein Ladegerät. Na, ich weiß, Mühlgebiet. Boah, geht die Kiste ab hier. Sehr, sehr schön. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffenende. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Vielen Dank. Mal schauen, ob sich das gelohnt hat. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, schön abonnieren, Glöckchen klingeln, ihr wisst Bescheid. Ne? Kriegt ja auch noch Push-Benachrichtigung. Wenn es soweit ist. So, angeforderte Fracht liefern. Boote mit Bot-Forschungsdaten. Vielleicht bringt mich das ja auch mit meinen Optionen im Spiel weiter. Manchmal können sich so Nebenmissionen auch lohnen, auch wenn man sie nicht zwingend absolvieren muss, um das Spiel zu gewinnen. Like. Was für eine Strecke wieder. Dreimal um heißen Brei. Aber angekommen. Hoffentlich fährt mir keiner meine Routen nach. Kumpelbot. Dank dir ist der Bote noch am Leben. Und wir konnten einen funktionierenden Prototyp eines neuen autonomen Lieferbots bauen. Kumpelbot? Stell ruhig auch einen für dich her. Du musst aber wissen, dass in jeder Region immer nur eine Einheit aktiv sein kann. Was bedeutet das? Der andere Bot kann nicht mehr liefern, wenn ich einen Kumpelbot herstelle? Thomas Sutherland hat die Fertigungsdaten zur Verfügung gestellt. Was? Langstreckentruck. Okay. So, nochmal Audio-Stück. Chemikalien können jetzt in allen den UCA-zugehörigen Einrichtungen verwendet werden. Die Menge an Material, das am Verteilerzentrum südlich von Lignos City verwendet werden kann, wurde erhöht. Okay. Wieder ein bisschen Komplexität hinzugekommen. Aber durchaus in homöopathischen Dosen. Das passt. So, ein oder mehrere Bots verfügbar. Pestizide abgeliefert.
Jason Dax, Botenklasse 156, Transporteur. Da ist noch was drin, würde ich sagen. Okay, gut. Dem Thema Kumpelbot und wie wir hier weitermachen oder ob wir dann tatsächlich anfangen, die Verknüpfung in den Bergen herzustellen, das schauen wir uns dann nun aber tatsächlich in der nächsten Folge an. Bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.